Als Tierärzte müssen wir uns super gut mit Prophylaxe auskennen, also wie wir vorsorgen sollen, damit unsere Patienten gar nicht erst krank werden. In diesem Video dreht sich alles um die Flöhe. Flöhe sind Ektoparasiten. Ektos kommt aus dem Griechischen und steht für außerhalb. Daher sagt uns der Überbegriff bereits, dass sie auf ihren Wirt drauf sitzen. Flöhe gehören in die Klasse der Insekten und haben auf klug einen unaussprechbaren Namen. Ihre Wirte sind Vögel und Säugetiere, also nicht nur unsere Haustiere, sondern auch wir. Und je nachdem, worauf sich die spezielle Flohart spezialisiert hat, heißt sie auch. Also der Floh, der Katzen am liebsten hat, heißt Katzenfloh, der für Hunde Hundefloh, es gibt aber auch Kaninchenflöhe, Rattenflöhe und so weiter. Die Übertragung findet sowohl direkt als auch indirekt statt. Mit direkt ist gemeint von Tier zu Tier und mit indirekt zum Beispiel.